Willkommen im Edwin Scharf Museum in unserer Sonderausstellung zu René Sintinis, eine Pionierin der Bildhauerei und zugleich eine Zeitgenossin von Edwin Scharf. René Sintinis, die 1888 geboren wurde, gehört zur ersten Generation von Bildhauerinnen in Deutschland. Sie hat sich vor allem als Tierplastikerin einen Namen gemacht. Wie Sie sehen, hält die Bildhauerin mit Vorliebe junge Tiere fest. Auf stachsigen Beinen, mit scheinbar ungelenken Bewegungen oder auch scheu. Ich finde, man merkt ihren Werken an, dass sie sich den Tieren von Kindesbeinen an verbunden gefühlt hat. Auffällig ist die Kleinheit ihrer Plastiken. Oft sind sie gerade mal faustgroß. Die Riesin mit dem Kleintierzoo, so haben böse Zungen deswegen die hochgewachsene Künstlerin tituliert. Nur auf Anfrage fertigte sie größere Versionen ihrer Figuren, wie hier beim kleinen springenden Bock und seinem großen Bruder. Tiere machen, so nennt sie ganz unprätentiös ihre Bildhauerei. Selbstbildnisse und die Porträts von Freunden befördern zusätzlich das Interesse an ihrer Arbeit. Das wahrscheinlich bekannteste Werk der René Sintinis ist die Daphne. Auch sie ist 1917 zunächst als kleine Figur entstanden, 13 Jahre später vergrößert sie die Plastik. In der Zusammenschau werden die Unterschiede zwischen beiden Fassungen deutlich. Während sich bei der kleinen Plastik die geschmeidige Silhouette recht anmutig mit einer geradezu tänzerischen Haltung verbindet, wird die fast lebensgroße Figur zum unmittelbaren Gegenüber. Es ist ein Gegenüber, das in diesem Moment etwas ganz Ungewöhnliches erfährt, nämlich die Verwandlung von einem Menschen in einen Lorbeerbaum und damit eine Intensität ausstrahlt, der man schwer ausweichen kann. Mit ihren androgynen Aussehen mag René Sintinis zwar fast wie eine Gegenwartskünstlerin wirken, aber die oftmals inszenierten Porträtfotos täuschen. Sie fußt auf eine Tradition, die sich letztlich auf die Antike bezieht. Das zeigen auch die Plastiken von Knaben und Jungen, die sie vermehrt ab Mitte der 1940er Jahre schafft. Es sind Hirten, die aussehen, als ob sie selbstvergessen in ihren Tun aufgehen. Sie sorgen sich um ihre Tiere oder spielen versonnen auf ein Instrument. Ganz sicher sind sie eher in einem fernen Arkadien als im Berlin der Nachkriegszeit, wo sie entstanden sind, beheimatet. Mit Plastiken wie diesen entwirft die Künstlerin ein Gegenbild zu allem Krieg und aller Erschütterung. Diese Figuren erzählen von der Sehnsucht nach Frieden und der Hoffnung auf eine neue Jugend mit neuen lebensdienlichen Idealen. Beim überaus erfolgreichen Langstreckenläufer Nurmi feiert sie geradezu die kraftvolle Körperbeherrschung, die ihn scheinbar mühelos laufen und laufen lässt. Die exakt beobachtete Bewegung und die jeweilige Energie, die sich in ihr zeigt, wie genau das beiträgt zur Charakterisierung eines Pferdes, eines Athleten oder eben eines kleinen, kopfstehenden Jungen, der komplett in seinem Spiel aufgeht, gerade das macht für mich die Meisterschaft der René Sintinis aus.